Corona nachgehakt. Was wir bisher wissen. Wir befinden uns im Jahr 2 der Pandemie, haben verschiedene Infektionswellen mitgemacht, haben Restaurants, Geschäfte, Schulen, Theater geschlossen, geöffnet und wieder geschlossen. Wir haben Impfstoffe inzwischen entwickelt und dennoch hält uns Corona nach wie vor fest in Schach hier in Deutschland, in Europa, aber auch in der ganzen Welt. Liebe Zuschauer, willkommen zu Corona nachgehakt. Das Virus, es verändert sich. Es wird wirksamer, ansteckender. Und die Politik, die hinkt hinterher, kann immer nur reagieren mit zum Beispiel Einreiseverboten oder weiteren Einschränkungen. Was vielen fehlt, ist eine Perspektive. Auf Sicht fahren heißt die Devise bislang, aber muss das auch wirklich so sein? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Rolf Abweiler, dem Direktor des Europäischen Instituts für Bioinformatik, eigentlich mit Sitz in der Nähe von Cambridge, aber heute aufgrund der Lage zugeschaltet aus dem Homeoffice in Heinsberg. Ich grüße Sie dorthin. Guten Morgen, Frau Derbis. Herr Abweiler, Sie sind ja ein Mann der Daten, haben auch schon die Bundesregierung, die Bundeskanzlerin beraten im Vorfeld der Bund-Länder-Konferenz in Sachen Corona, haben also eine gute Sicht auf die Situation in Deutschland, aber auch den Rest Europas im Auge und auch die ganze Welt im Blick. Wenn wir jetzt mal einen Schritt zurücktreten und von oben auf diese Pandemie schauen, an welcher Stelle stehen wir da? Also wir stehen jetzt an der Schwelle, wo wir ein bisschen besser Bescheid wissen, was passieren, wahrscheinlich passieren wird. Und wir stehen an der Schwelle, dass wir uns entscheiden müssen, von kurzfristigen Maßnahmen auf eine langfristige Perspektive, langfristige Implementation von Maßnahmen zu steuern. Wir sind noch lange nicht am Höhepunkt der Pandemie. Also vielleicht mit Glück am Höhepunkt der Pandemie in Deutschland, aber weltweit auf jeden Fall nicht. Sie sagen das sehr wissenschaftlich gelassen. Das ist ja etwas, was wir hier von unseren Politikern eher nicht zu hören bekommen. Da haben wir immer relativ kurzfristige Fristen, Lockdown, Begrenzungen und damit natürlich ganz menschlich auch immer verbunden die Hoffnung, dass danach wieder Lockerungen eintreten können. Was denken Sie, warum hapert es da so in der politischen Kommunikation? Ich glaube, wir sind alle, nicht nur die Politiker, wir sind alle jetzt davon überrascht worden, wie sich das alles entwickelt hat. Also vor einiger Zeit sah es ja noch so aus, als wenn die Mutationen in den SARS-CoV-2-Viren zwar ganz normal vorgehen, wie halt so Evolution bei Viren passiert, aber dass da nichts besonders Bedrohliches sich zusammenbraut. Man hat zwar immer die Angst gehabt, es könnten gefährlichere Varianten entstehen, aber es hat sich ja bisher nicht materialisiert gehabt. Die Situation hat sich jetzt aber leider geändert. Wir wissen jetzt von einigen Varianten, die infektiöser sind, beziehungsweise auch potenziell den jetzigen Impfstoffen, wo die jetzigen Impfstoffe potenziell keinen ausreichenden Schutz bieten könnten. Das ändert die Perspektive, dass wir sagen, okay, wir schaffen das nicht vielleicht jetzt sofort mit den vorhandenen Impfstoffen und Medikamenten und epidemiologischen Maßnahmen sofort und für alle Mal in diesem Jahr noch zu unterbinden. Es könnte einige Jahre dauern, bis wir eine Situation haben, die wir im Griff haben, wie wir Grippewellen im Griff haben. Also Sie sprechen von Jahren. Das muss man sich noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Bleiben wir mal bei Ihrem Institut. Sie bündeln ja dort europaweit Daten, um solchen Mutationen wie jetzt auch dieser B.1.1.7-Variante dann auf die Spur zu kommen. Können Sie uns mal erklären, wie das genau funktioniert? Also woher bekommen Sie die Daten? Welche wissenschaftlichen Stellen arbeiten da miteinander? Also generell sammeln wir alle Daten, wissenschaftlichen Daten aus dem im Bereich der Lebenswissenschaften, also Sequenzdaten, Proteindaten, Strukturdaten, Expressionsdaten, wissenschaftliche Literatur, Wirkstoffscreening-Daten und so weiter und Ähnliches zusammen, um
halt die Forschung zu unterstützen. Das passiert bei unserem Institut, das ist Teil des Europäischen Molekularbiologischen Laboratoriums mit Hauptquartier in Heidelberg. Und wir sind ein Institut dieses Laboratoriums in Cambridge. Und wir in diesem Fall, um die Verbreitung der Varianten zu beobachten, sind wir davon abhängig, dass wir genügend Genomdaten von diesen Viren einsammeln und analysieren können. Da sind wir eigentlich recht erfolgreich, aber man muss sagen, es gibt da Riesenunterschiede zwischen den Ländern. In Großbritannien stellt etwa die Hälfte der Sequenzdaten dar. Deshalb hat man auch in Großbritannien sehr schnell diese Variante erkannt und die Gefährlichkeit der Variante B.1.1.7 erkannt. Andere Länder sequenzieren wesentlich weniger. Wir haben im Moment etwa Daten von mehr als 70 Ländern, etwa 200.000 Genomsequenzen oder sowas. Und damit können wir dann halt sehen, wie sich zeitlich und räumlich Varianten ausbreiten, verschwinden, stärker werden. Man kann halt dann sehen, ob es Mutationen dort gibt, die potenziell gefährlicher sind, potenziell dazu führen könnten, dass sie, dass diese Varianten halt sich schneller verbreiten oder dass sie mit den jetzigen Wirkstoffen besser klarkommen und da Medikamente nicht funktionieren oder dass vielleicht halt Impfstoffe nicht so funktionieren, wie man es sich vorstellt. Wie ist denn diese B.1.1.7-Datenlage? Nehmen wir das mal als Beispiel, zum Beispiel aus Deutschland. Sie sagen, das ist sehr unterschiedlich, was die einzelnen Länder da liefern. Ja, in Deutschland wird halt wesentlich weniger sequenziert. Es gibt Pläne, das zu ändern und das begrüße ich sehr. Wir wissen halt von Fällen, die aufgetreten sind in Deutschland, die hat man nachgewiesen, aber wir haben nicht genügend Daten, um wirklich zu sagen, wie hoch ist jetzt die Inzidenz der B.1.1.7-Variante im Vergleich zur Inzidenz anderer Varianten, die in Deutschland zirkulieren. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, ist die Situation in Deutschland zum Beispiel mit der Situation in Großbritannien an sich gar nicht wirklich vergleichbar, weil einfach nicht genügend Daten vorliegen? Ja, zum einen ist diese Lage nicht komplett vergleichbar, weil wir einen Datenmangel haben. Andererseits sind die Daten genügend Daten da, um sagen zu können, die Situation ist nicht so schlimm wie in Großbritannien oder wie in Portugal, um zwei oder Irland, um zwei, drei Beispiele zu geben, wo man sehr hohe Zahlen von B.1.1.7 haben. Nur um das mal in die Perspektive zu geben. In Großbritannien sind etwa 80% der zirkulierenden SARS-CoV-2-Viren mittlerweile gehören zu der Variante B.1.1.7. In Portugal liegt es bei etwa 20%, im Großraum Lissabon bei etwa 30% und in Irland so bei knapp 50%. In Berlin ist aktuell ja auch ein Krankenhaus, das Humboldt-Klinikum, unter Quarantäne gestellt worden, weil dort diese Variante bei verschiedenen Patienten und auch Pflegepersonal festgestellt wurde. Und der Leiter des Klinikums sagt, er hat das im Prinzip diese Quarantäne und diese Erkenntnisse sind nur möglich gewesen, weil sie eben seit Januar konkret auf diese Mutation hin gescreent wurde. Wie ist denn da die Situation in Deutschland? Wird das generell in Krankenhäusern gemacht? Wird das in Gesundheitsämtern gemacht? Oder wo geschieht dieses überhaupt? Ja, es gibt also verschiedene Ansätze dazu. Einmal halt im Bereich der öffentlichen Gesundheitsämter. Dass Diagnoselaboratorien halt Daten entweder direkt gewinnen oder Proben an den entsprechenden Sequenzierlabors geben, die das machen können. Und das wird dann ans Robert-Koch-Institut gemeldet. Es gibt eine wichtige Initiative in Deutschland, die DCOI, die deutsche Covid Genomics Initiative, die halt versucht, das mehr
strukturell aufzusetzen. Also in Deutschland gibt es genügend Möglichkeiten an Sequenzierkapazität, an Bioinformatik-Analysekapazität, um das dementsprechend aufzusetzen. Ich glaube, da ändert sich auch gerade viel und ich hoffe, dass das bald zu einer Situation führt, wo wir auch in Deutschland über eine solide Datengrundlage verfügen. Das ist nicht nur aus epidemiologischen Gründen wichtig, um die jetzigen Ausbreitungen zu verfolgen, sondern halt auch für die Zukunft, um zu sehen, was für neue Varianten kommen, die möglicherweise gefährlich sind, um Varianten aufzuspüren, die möglicherweise in jetzigen Impfstoffen von den jetzigen Impfstoffen nicht abgedeckt werden. Und daher muss man da weitermachen. Es werden ja große Hoffnungen auf und in die Impfstoffe gesetzt. Wie beurteilen Sie denn die Strategie, die Impfstrategie? Ja, also zum einen muss ich mal sagen, dass ich es unglaublich toll finde, wie schnell Impfstoffe auf den Markt gekommen sind. Das ist halt so etwas, wo ich echt nicht dran gedacht hätte, dass das möglich ist. Das ist wirklich toll. Und es war auch in meinen Augen eine richtige Strategie, möglichst breit zu bestellen, weil man halt nicht wusste, welche Impfstoffe wann mit welcher Wirksamkeit auf den Markt kommen. Das finde ich sehr gut. Was wichtig ist, ist aber dann auch zu bedenken, wir brauchen eine weltweite Impfung der Bevölkerung. Es wird also immer am Anfang jetzt zu Engpässen kommen. Aber man muss ja die Viruslast sozusagen weltweit drücken, um die Evolution der Viren in neue potenziell gefährlichere Varianten zu verhindern. Man darf da nicht nur auf ein Land gucken, sondern man muss da wirklich weltweit gucken und eine weltweite koordinierte Aktion ist nötig. Und ich glaube, das passiert. Es gibt bestimmt einzelne Mängel, man kann Einzelheiten kritisieren, aber im Groben und Ganzen, finde ich, läuft das sehr gut. Sie sagen, es dauert noch sehr lange, diese Pandemie. Wir müssen uns da auf Jahre einstellen. Und Sie sagen, Impfung weltweit ist benötigt. Auch da ahnt man, dass das sehr, sehr lange noch dauern wird. Wie wird denn unser Leben bis dahin aussehen? Was wäre denn dieses, was man so oft sagt, New Normal, also unser neues, normales Leben? Ja, ich glaube, wir müssen wirklich jetzt einfach einsehen als Gesellschaft, dass wir hier ein Problem haben, mit dem wir ein paar Jahre umgehen müssen. Und das heißt, wir müssen halt von kurzfristigen Maßnahmen, die natürlich wichtig und richtig sind, zu einer langfristigen Perspektive kommen. Dazu gehört für mich, dass man halt überlegt, okay, im Moment sind Schulschließungen beispielsweise, nehmen wir das mal als Beispiel, das ist ein sehr gutes Beispiel, weil es ja sehr kontrovers und aus guten Gründen kontrovers diskutiert wird. Wir müssen Schulen schließen, weil es sind halt, wir müssen die Mobilität senken, wir müssen potenzielle Infektionsquellen senken und so weiter und so fort. Alles korrekt. Aber langfristig ist es natürlich das Argument auch komplett korrekt, dass das zu großen Verwerfungen in der Bildung dieser zukünftigen Generation führt und dass wir da was tun müssen. Also müssen wir denken, wenn wir jetzt 4, 5 Jahre noch immer mit Wellen kämpfen werden, was machen wir dann, damit die Schulen nicht sofort wieder geschlossen werden können? Wie machen wir die Schulen sicher? Wie können wir es anstellen, dass die Schulen offen bleiben können, obwohl die Lage nicht ganz so doll ist? Haben Sie da einen Vorschlag? Und Deutschland ist ein Land. Ja, bitte. Haben Sie da einen Vorschlag? Ja, also nicht. Ich bin kein Ingenieur, ne? Aber Deutschland ist ein Land mit vielen Ingenieuren. Und ich bin sicher, dass wenn deutsche Firmen sehr gute Reinlufträume herstellen können und aufwendige Klimaanlagen produzieren können, dann bin ich mir sicher, dass man auch dort genügend Sachverstand hat, um sich zu überlegen, wie können wir die Luft in den Klassenräumen sauber hinkriegen, dass die Schüler dort sicher arbeiten können. Und wie können wir das in einer kostengünstigen Art machen? Was sind die Hygienekonzepte? Was sind die Digitalkonzepte? Was sind die Hybridkonzepte, um einen guten Unterricht auch unter solchen Bedingungen in Zukunft gewährleisten zu können?
Rolf Abweiler war das, Ihre Stimme in Corona nachgehakt. Wir werden uns noch lange mit der Pandemie herumschlagen müssen. Und ich habe Sie so verstanden, von einem Lockdown in den anderen ist nur eine sehr kurzfristige Strategie. Auf lange Sicht, auf die Jahre, brauchen wir neue Ansätze, wie der eben das Beispiel in der Schule von Ihnen angesprochen. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Zeit. Mit Vergnügen. Auf Wiedersehen und schönen Tag. Auf Wiedersehen. Und auch Ihnen, liebe Zuschauer, danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich lege Ihnen jetzt gerne noch das weitere Phoenix-Programm ans Herz und in den Kopf. Bleiben Sie weiter informiert. Tschüss.